Mehr als 50 Aussteller präsentierten sich auf der Vitalgesundheitsmesse in der Schilderhalle in Bad Hersfeld mit ihren Produkten und Dienstleistungen. Der Besucher bekam Informationen rund um die Gesundheit und sein Wohlbefinden, denn die Messe ist für Reha, Gesundheit, Medizin, Wellness und Fitness. Dabei befinden sich Angebote unter anderem für Medizin, Naturheilkunde, Dentalprodukte, gesunde Ernährung und Nahrungsergänzung. Über Therapiemöglichkeiten und alternative Heilmethoden informierten die Berater von Krankenkassen, Fachkliniken und Reha-Einrichtungen. Es wurden auch die neuesten Trends aus Wellness, Beauty, Reisen, Freizeit, Sport und gesunde Ernährung präsentiert. Gleich im Eingangsbereich hatte sich das Klinikum Bad Hersfeld sowie das Herz-Kreislauf-Zentrum Rothenburg, das Kreiskrankenhaus Rothenburg und die Orthopädie-Klinik Bad Hersfeld positioniert. Gerne legten sich viele freiwillige Besucher auf die Behandlungsliege und ließen sich von Chefarzt Dr. Markus Schmidt die Untersuchung an einer Halsseite zeigen. Genau, es kommt Ultraschall-Gel hier drauf. Ich werde Ihnen jetzt nur beispielhaft die Untersuchung einer Halsseite zeigen, weil ich Ihnen selbstverständlich keine kostenlose Untersuchung anbieten kann. Hier sieht man pulsierend die Halsschlagader. Das große Gefäß, was Sie dort sehen, das ist die Halsvene. Ich drücke mit dem Schallkopf und Sie sehen, dass ich die Vene ganz zudrücken kann, die Schlagader nicht. Daneben ist der rechte Schilddrüsenlappen. Verfolge ich das Gefäß jetzt nach oben, dann sieht man hier die Aufzweigung. Ein Gefäß zum Gesicht, unwichtig, ein Gefäß zum Gehirn, was wichtig ist. Jetzt stelle ich einen Längsschnitt dar. Sehen Sie hier den Blutstrom in dem Gefäß, harmonisch, ohne Beeinträchtigungen. Und hier ist der Aufzweigungsbereich. Dieses ist vermutlich das Gefäß zum Gesicht, erkennbar an diesem peitschenförmigen Klang. Und dieses hier etwas größer als das vorige, zum Gehirn gehend, das Gefäß. Mit einem weicheren Klang. Wichtig ist es immer hier die Flussgeschwindigkeit zu messen, die uns aussagt, ob eine Verengung vorliegt oder nicht, die flussrelevant ist. Hier ist mit 35 cm pro Sekunde der Fluss völlig normal. Das Gefäß verfolge ich weiter nach oben, Richtung Gehirn. Man kann hier oben ebenfalls einen regelrechten Fluss messen. Es gibt dann noch ein weiteres Gefäß zum Gehirn, das verläuft vor der Halswirbelsäule. Hier. Verseucht das hintere Gehirn und weist bei Ihnen einen ebenfalls regelrechten Fluss auf. Betrachten wir jetzt noch einmal den Bereich der Gefäßaufzweigung der Hals, der großen Halsschlagader, sehen wir hier glatte, harmonische Gefäßwandverhältnisse ohne Ablagerungen von Kalk oder Cholesterin, welche eine beginnende Arteriosklerose dokumentieren würde. Thank you.
So, hier ist die Kniescheibe. Und bei manchen läuft die Kniescheibe nicht zentral. Hier läuft das an dieser Vertiefung. Und wenn das dann hier läuft zum Beispiel, durch Bewegung und so, kommt dann zu vermehrten Verschleiß hier in dem Bereich. Hier ist dann das Oberschenkelrolle und hier ist dann Meniskus. Und der Meniskus ist hier in Ordnung, hier ist dann etwas defekt, kann man dann hier auch etwas glätten. Und hier ist ein vorderer Kreuzband. Man testet dann diese vordere Kreuzband mit dem Tarshaken. Der vordere Kreuzband ist in Ordnung. Hier kommen wir zu dem Außenbereich von dem Knie. Und hier sehe ich dann einen Meniskusriss. Und natürlich geht man dann mit dem Tarshaken hier rein und tastet das Ganze. Und entdeckt dann noch mehrere Meniskusschädigungen hier. Und diese Meniskusschädigung, wenn das schon einmal gerissen ist, kann dann weiter einreißen, um das dann zu verhindern. Wird diese Meniskus-Defekten, was dann instabil ist, entfernt, damit der Schmerz weggeht und damit es dann nicht zu einer Zunahme der Knorpelschädigung und auch damit es dann nicht zu einer vermehrten Meniskusriss kommen. Ich habe Frau Flügel-Seufert vor mir und von Fürstina Sprudel. Und mit welchem Wasser sind Sie denn auf die Gesundheitsmesse gekommen? Wir haben unser Mineralwasser, unser Premiumwasser dabei. Wir haben sehr viel Calcium da drin, auch Magnesium. Das ist ein Wasser, was interessant ist für Frauen. Calciumversorgung für Kinder, Knochenaufbau, auch für Sportler, die natürlich durch das Schwitzen einen erhöhten Mineralienverlust haben und eine kürzere Regenerationsphase durch dieses Wasser haben. Gibt es denn ein Universal-Sprudelwasser oder gibt es da, gehen die in die spezielle Richtung, jedes Einzelne für sich? Ich würde sagen, das ist ein Universal-Sprudelwasser. Es gibt ganz wenige spezielle Fälle, die dieses Wasser nicht trinken sollten. Zum Beispiel, weil sie Nierensteine haben, okay, die aufgrund von Calcium entstehen. Aber das sind wenige Ausnahmen. Das weiß auch jeder über seinen Arzt. Viele Messebesucher nahmen das kostenlose Angebot für den Gesundheitscheck wie Blutdruck, Blutzucker und Sauerstoffsättigungsmessungen des Kreiskrankenhauses Rothenburg an. In der Halle konnte man sich über Therapieansätze bei Knieschmerzen beraten lassen, Fußdruckmessungen vornehmen, Probeliegen auf Gesundheitsmatratzen und diversen Vorträgen zuhören. Auf 2 Etagen bestand die Möglichkeit, sich über ein großes Spektrum an Sanitätshäusern, Apotheken, Reiseangebote, Seniorenberatung, Zahnimplantate, Fußkorrekturen, Naturprodukte und gesunde Ernährung zu informieren. Spirituelle Lebensberatung, Kartenlegen und Pendel waren auch auf der Gesundheitsmesse in Bad Hersfeld zu finden. Vor der Halle konnte man den Fitness- und Tanzvorführungen des Tanzstudios Birgit Fründ zusehen. Bei herrlichem Sonnenschein war das Publikum von den Darbietungen begeistert. Tonight we do whatever we desire, yeah.